Gratuliere, Oskar hat ein seidiges Fell. Ah, ist ja ein Traum. Galoppel, 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 galoppel. Das schwarze Kraut, das du mir vorhin gegeben hast. Wo hast du es gefunden? Sag schnell. Oh, das gibt es überall im Reservat, weißt du? Was ist denn, Nina? Es handelt sich um Schwarzklee. Eine Pflanze, die den Östrogenhaushalt der Stuten völlig durcheinander bringt, weißt du? Anders gesagt, er ist die Ursache für die Unfruchtbarkeit der Stuten. Jawohl. Hey. Und das ist heilbar, dann möchte ich das bitte auch haben. Oh, ich weiß nicht. Ich habe ein Serum vorbereitet, aber ich kann nicht sicher sagen, ob die Wirkung des Schwarzklees aufhebt. Also das Serum, ob das die Wirkung des Schwarzklees aufhebt. Und ich würde es gerne an Carla testen. Könntest du sie vielleicht betäuben und ich flöße es ihr ein? Wir müssen doch nur den gesamten Klee aus dem Reservat entfernen. Dann geht es den Stuten besser, weißt du? Ah. Oh, leider hilft das auch nichts. Das macht mich so traurig. Die Wirkung von Schwarzklee ist chronisch. Es genügt, ein Blatt zu fressen und schon ist man erkrankt. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Mutter war unfruchtbar, bevor ich geboren wurde. Es hat gar keinen Zweck, den Klee zu vernichten. Hätte ich das nur früher gewusst, dann hätte ich die Mustangs nicht hergebracht. Das ist alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Was verstehst du mich? Meine Schuld. Ich geh mich da hängen. Aber du hast doch gesagt, dass es schon ein paar Geburten gegeben haben, seit die Stuten hier sind. Ja, aber hauptsächlich dank der Stuten der Ranch. Vergiss nicht, wir brauchen Nachwuchs bei den Mustangs. Aber zunächst möchte ich, dass du dieses Serum an einer Stute auf den Feldern testest. Tierversuche sind hier nämlich völlig legal. Und anschließend nimmst du einfach eine Stute aus dem Laubwald und wenn die sterben und vergammeln, dann verschacherst du sie einfach irgendwo unter den Blättern. Okay, kein Problem. Ich hole eine schnelle Schaufel und dann geht's los. So, Tierversuche einfach mal so durchführen, das ist gar kein Problem. Deswegen heißt es ja auch Abenteuer auf dem Reiterhof und nicht Urlaub auf dem Reiterhof. Hätten wir ja auch in Tschernobyl drehen können. Du musst die Krankenstoße versorgen. Du wirst später noch Zeit zum Trainieren haben. Verdammt, Mädchen, reiß dich mal zusammen. Ja, der Opa ist wieder, die sind alle sehr interessiert an unseren Wettkämpfen. Ich glaube, die sind einfach alle nur faul und haben keinen Bock, selber irgendwas zu machen. Hier, guckt euch mal den Waldschrat mit Psycho-Augen an. Der wichst dir die ganze Zeit seinen Sattel. Ich glaube, seit 10 Stunden oder so hängt er da rum und schrubbt und schrubbt und schrubbt sich da einen zurecht. Das ist unfassbar. Ich hoffe, dass das Mittel meiner Mutter wirkt. Ja, solltest du vielleicht mal an dir testen. So, mal gucken. Und die Carla, die sitzt hier die ganze Zeit am Teich, gar kein Problem. Und von hinten geht's nicht bei der Carla, die mag es nur von vorne. Also reden, ansprechen. Oh. Es wäre wirklich toll, wenn die Stuten endlich gesund werden. Ah, die ganze Geschichte hier wird auf Dauer recht eintönig. Na gut, ja, also die Leute haben echt gar nichts zu erzählen und wir müssen jetzt Stutenversuchen durchführen. Dazu schwingen wir uns wieder auf ein treues Ross und werden natürlich wieder irgendwo hinreiten. Ich weiß gar nicht, wohin. Können wir denn inzwischen den Kleinen wieder ein bisschen hochpäppeln? Hier auf dem Abfuhl-Paddock. Es wäre mir, guck mal, wie er tänzelt vor Vergnügen. Ach, ist ja ein Traum. Möchtest du dein Fohlen pflegen? Na, ich muss ja leider. Da bleibt mir nichts anderes übrig, außer Galoppel, 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 Fohlenpflege. Ach, ist schon. Galoppel, 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 Galoppel. Na Mensch, Ladebildschirme sind ja wirklich ein Traum. So, dann wollen wir doch mal gucken. Dann schnappen wir uns ein Pferd und wir sollen irgendwo hinreiten zu zwei. Die habe ich gerade blinken sehen. Komm her, mein alter Freund. Bist du es, Rustypsilon? Ich kann euch alle gar nicht auseinanderhalten. Ist mir auch ehrlich gesagt völlig Wurst. Hauptsache, ihr bringt mich an mein Ziel. Haben die keinen Jeep? Muss ich hier mal reiten? Oder irgendwie so einen Roller oder irgendwas? Wird mir schon reichen. Dann müsste ich hier nicht mit einem PS durch die Gegend düsen.
Action Cam! So, wir müssen da lang, wir müssen zur 2. Ach, auf die Weide müssen wir, ja? Hopp. Auf die schöne Weide, jap dap da dap da, wo ich mir gerne die Zeit vertreibe, jap dap da dap da. Auf die Felder! Felder, Felder, Steuergelder. So, Galoppel, 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 Galoppel. Jetzt wieder Ladebildschirm. Ladebildschirm. Hopp. Na los, spring. So, wieder auf den Arsch setzen und absetzen. Freundin, hallo, meine werte Freundin. Ich möchte dich gerne ausnutzen, indem ich dir ein Serum verabreiche. Mit einer dicken Pferdespritze. So voll rein. Du hast das Serum verabreicht. Das Pferd wird sterben. Perfekt, jetzt muss ich das Serum nur noch einer Stute aus dem Leibwald geben. Du hast Melody gezähmt. Ha, la, 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 la. So, mein Job hier ist erledigt. Der Sheriff muss wieder weiter. So, wohin soll ich jetzt? In den Wald oder wohin? Das habe ich jetzt wieder... Ich lese das gar nicht mehr. Bin ich überhaupt richtig? Die Ranch. Auf geht's zur Ranch. Und da müssen wir gleich links ab, wenn mich nicht alles täuscht, und dann mal gucken. Hier zu Nummer 4. Nee. Hilfe? Hab ich gerade gar nicht gesehen, wo die Abzweigung ist. Ein bisschen uneinsichtig. So, dann wollen wir da mal lang galoppeln in den Mammutwald. Mammut. Du musst ja Mammut machen, Junge. So, und habe ich schon erwähnt. Ladebildschirm. Galoppel, galoppel. Hopp. Also die Wegstrecken, die mir jetzt zurücklegen muss, die sind wirklich ganz famos. Ich reite mal hier nach oben. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wie es da aussieht. Geht nicht. Naja gut, wie es da aussieht. Wir dürfen also nur auf den Wegen bleiben. Denn so ein Pferd, das ist eine menschliche Erfindung. Das kann sich leider nicht mit der Natur vertragen. So ein Pferd reitet grundsätzlich nicht auf Wiesen, sondern es bleibt einfach nur auf Wegen. Das wurde extra so konstruiert, so ein Pferd. Hopp. Die Baupläne hat, glaube ich, BMW vorliegen. Da kann man mal reingucken. Und wir reiten jetzt zur 4. Ganz gemütlich, als hätten wir nichts anderes zu tun, außer hier 3 Stunden lang in der Gegend rumzureiten. Naja, es ist ja ein Reitspiel. Ich darf mich ja nicht beschweren. Es ist ja ein Reitspiel. Man soll ja reiten. Galoppel, 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 galoppel. Hopp! Eine schöne Hopp. Melodie erklingt an unserem Ohr. Eine Hopp. Schöne Melodie macht das Leben und das Herz so frei. Hopp! La la, la 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 la. La la la! Hopp. Ich mag die schöne Melodie. So, jetzt hier einmal um die Kurve. Melodie, oh Melodie. Ich kriege gleich die Reihe rein. Wartet auf mich, meine befreundeten Pferde! Wartet! 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 Freundin, hallo!
Bin ich hier noch nicht richtig? Serum! Nimm dies! Serum verabreicht! Die volle Kanüle! Es entsteht das Mutantenpferd! Galoppel, galoppel! Später! Nach dem Mutantenpferd! Oh, du hast tolle Arbeit geleistet, Lilly. Jetzt heißt es aber warten. Und morgen überprüfen wir, ob es funktioniert hat oder nicht. Denn sonst bringe ich dich um. Am nächsten Tage. Das Mittel. Es hat nicht gewirkt. Du wirst sterben müssen, Lilly. Und wir werden uns in einem satanischen Ritual an deine Blut laben. Aber es muss noch andere Lösungen geben. Und was ist mit den Stuten, die schon gefohlt haben? Ich meine die bei den Mustangs. Oh, eine davon ist seit dem Erdrutsch verschollen. Sie war Shyamas Gefährtin. Die einzige, musst du wissen. Von den anderen haben wir damals auch jegliche Spur verloren. Sie sind wahrscheinlich nach Australien ausgewandert. Ich habe versagt. Die Stuten können nicht geheilt werden. Wir müssen sie erschießen. Dieses Reservat wird nie das Mustang-Paradies werden, das ich mir erträumt habe. Ich werde uns alle mit der Kettensäge abschlachten. Also, ich hätte vielleicht eine Lösung. Das Labor meines Vaters, nach dem der Reitsportbund sucht. Das gab es wirklich, ja. Oh, jetzt eine dramatische Wendung der Ereignisse. Es existiert. Ich wusste es doch. Ihr habt die Pferde also wirklich gedopt. Ihr verdient es nicht, jemals wieder an den Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Dafür werde ich sorgen. Oh, beruhige dich, Lilly. Carla hat uns ihr Geheimnis doch nicht ohne Grund enthüllt. Genauso wie ihren schönen Körper. In diesem Labor muss es ein Heilmittel geben. Lasst mich mit meinem Vater sprechen. Wie können wir dem, was er dir sagt, Vertrauen schenken? Wir kennen die von Guinness nur zu gut. Sie sind alles Lügner und Betrüger. Hey. Nein, er wird mich nicht anlügen. Wenn er ein Mittel hat, dann sagt er es mir. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich euch helfe, die Mustangs zu retten und Herr Hausmann mich wieder zulässt, dann will ich aber als Gegenleistung an den Wettkämpfen teilnehmen. Glaubst du mir jetzt, dass es so einfach ist? Ich versuche zu helfen, Lilly. Hallöchen, jemand zu Hause? Hey. Okay, Carla. Tut mir leid. Sieh einfach zu, was du tun kannst. Bereite dich in der Zwischenzeit auf den Wettkampf vor, Lilly. Du bist die letzte von uns, die noch daran teilnehmen darf. Komm doch zum Pferdetransporter, sobald du dich fit genug fühlst. Ja, fühlen wir uns denn fit genug? Ich gehe mal einfach zum Pferdetransporter. Nee, bevor wir zum Pferdetransporter gehen, machen wir Folgendes. Denn wir wollen ja, dass unser kleiner Fury bald ein richtiges, ausgewachsenes Pferd ist, damit wir eventuell wieder in die Zucht gehen können und deswegen, also ins Zuchthaus sozusagen, und deswegen wollen wir den ein bisschen abwaschen, damit er wächst. Denn wir haben ja immer ein radioaktives Düngemittel drin und deswegen wächst das Fohlen jedes Mal, sobald wir da irgendwas draufschmieren von dem alten Ranz. Galoppel, 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 galoppel. So, naja, dann wollen wir mal, ich weiß. Synthetikbürsten, ist mir doch ganz Wo egal. Wo hast du dich nur rumgewälzt? Ja, ich war vorhin bei Meckles und später noch mit den Jungs auf Achse, weißt du? Es ist bald vorbei. Bürste schmutzig, so. Ja, Bürste schmutzig. Wie hü-hü. Alter, super! So, Fury hat ein glänzendes Fell. Mensch, ich freue mich hier wieder zu Tode und jetzt wollen wir den nochmal abspülen. Fury, ist er schmutzig! Wo hast du dich nur rumgewälzt? Ha, 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 ha.
Ich habe nur einen Spruch drauf, den ich jedes Mal wiederholen muss, damit das Spiel nicht langweilig wird. So. Du wirst blitzsauber sein. Wirklich. Mensch, wie überraschend. Schnauze, Lilly. Sonst gibt's nämlich gleich aus dem leichten Schlauch. Oh, tut mir leid. So. Oh, tut mir leid. Es ist bald vorbei. Tut mir gar nicht leid. Ich sehe jetzt voll schnaffte aus. Freue mich voll. Wie hühü. So, toll, Fury hat ein seidiges Fell, die Wachstumsanzeige füllt sich abermals. Glückwunsch, Fury ist endlich ausgewachsen und steht jetzt auf der Koppel. Du kannst ab sofort darauf reiten. Wie darauf? Fury ist endlich, der Fury ist ausgewachsen und ich darf darauf reiten. Toll, wie die Pferde hier wertgeschätzt werden in diesem Spiel. Das ist mir galoppel, galoppel, galoppel. Ist mir echt schleierhaft eigentlich, aber naja.